Ja, und da sind wir wieder, noch immer mitten im Kampf. Es sieht bisher noch ganz okay aus. Hier unten, die müssten wir weghauen. 16, das passt. Der ist leider jetzt geschützt. Passt aber trotzdem. Sauber. Und wieder zurück. Ah, er hat ja noch den Sprint. Dann benutzen wir den auch noch, um hier in Deckung zu gehen. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Bogenschützen, die könnten natürlich ziemlich fies wen umsnipern. Die hier muss auf jeden Fall überleben. Deshalb ziehe ich mich da mal ein Feld zurück. Soweit wie es ging. So, da könnten wir... wir könnten entweder den hier machen. Dann hätte sie aber nur noch zwei. Oder aber sie läuft dahin und britzelt dann da oben rein. Noch zwei nach vorne. Wie viel hat die? Die hat noch drei Bewegungspunkte. Zwei. Damit hat sie zumindest nichts verloren. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Bogenschützen sie angreifen wollen, aber sie hat sowieso noch ordentlich was. So, da oben, die sind natürlich etwas problematisch. Um nicht zu sagen, extrem problematisch. Der hat nichts mehr, womit er die stunnen kann. Der schon. Da muss ich aber jetzt auch voll rein. Eliminator, der kann aber leider nicht mehr. Zu wenig. Der ist aber ja gestunt. Das heißt, den könnte man theoretisch schlagen und weiterlaufen. Er könnte da auf Seite gehen. Der ja hält auch noch zu viel aus. Wenn er auf Seite geht und der andere... Ich könnte natürlich auch erstmal anfangen, die ganzen Bogenschützen auszurotten, aber es macht auch zu wenig Schaden da. Dann könnte der noch ein Feld gehen, das ist aber auch nicht besonders doll. Der könnte auch hier hinlaufen und dahin das Dingen machen. Der hält doch noch gut was aus, dann machen wir das. So, die sind ja nächste Runde sowieso nochmal dran. So. Kriegen wir den tot.
Wahrscheinlich so erstmal nicht. Doch, den können wir tot. Also den einen kriegen wir auf jeden Fall tot. Da schaue ich jetzt mal, ob wir das so direkt hinbekommen. 11, das reicht nicht. Es könnte klappen, aber das riskiere ich nicht. Wunderbar. Rank up. Dreizehn. Und eventuell tötet das den sogar. Ne. Der hätte noch ein bisschen mehr gemusst. Aber die können dem jetzt Platz machen. Na, der braucht zu weit, das ist zu weit. Ja. Die tun da nichts. Sehen, das ist zu wenig. Wir müssen den auf jeden Fall gleich durchlassen. Aber das sollte schon noch hinhauen. Wenn die einfach dahinter folgen. So, jetzt kommt die. Ne, die hatten wir doch schon alle, die Barbaren. Oder nicht? Da hinten könnten wir die Armor holen. Die müssen da hinten die sich greifen. Das wird schon noch fies. Ja, der muss leider jetzt einstecken. Der kann noch Sprint, muss er nachher nicht so weit laufen. Der könnte auch oben die versuchen, die Barbaren aufzuhalten. Ja, das wird auf jeden Fall böse.
Und da können wir jetzt schnetzeln. Da kann ich sogar wieder reinstürmen und zwei runterkicken. Aber das sind so viele Bogenschützen hier. Ja, lassen wir die erstmal ziehen. Damit kriegt sie zwei Punkte wieder rein. Damit würde sie nur einen Punkt reinbekommen. Damit würde sie drei Punkte bekommen. Ich denke, das hier ist ein ganz guter Mittelwert. Also zu wenig. Ah, weiter kann der da gar nicht laufen. Das ist zu knapp. Wie sieht's denn aus, wenn sie weggeht? Das reicht auch nicht. Schade, dann kann ich die auch nicht kicken. Doch, wenn der den umbringt... Ja, aber derjenige, der die dann kickt, der wird wahrscheinlich ins Verderben gestürzt, weil die ganzen Bogenschützen dann alle angreifen. Ich glaube nicht, dass ich da angreifen sollte. Der könnte halt jetzt zwei... Ne, der kann nur einen ausradieren, weil er zu weit weg ist. Ist zwar scheiße, aber warten wir ab. Ja. Ne, kriegt's jetzt auf die Nüsse. Na, die hätte ich vorher ziehen sollen. Der ist jetzt ziemlich im Arsch. Okay. Ah, hätte doch mal einen davon kritten dürfen. Mist. Ah, jetzt kann er sich ja nicht mal mehr wegbewegen. Doch. Ne, kann er nicht. Scheiße. Er hat keine Punkte mehr. Der geht einmal zurück. Wie viel Schaden macht der da dran? Zu wenig. So. Erstmal dahin. Den ziehen wir nach. Oder? Ne. Weg. Sauber. Der kann jetzt da nichts mehr.
Da kommen wir so nicht hin. Wir könnten da hinlaufen. Und... ja, machen wir. Ziehen den dahin. Bam, bam. Ich kann jetzt bis da durchlaufen. Attack auf den. Wunderbar. Der würde dann 8 Schaden kassieren, weil der aktiv ist. Schild. So, dann haben wir den hier. Mach da 10 Schaden. Danach könnten wir den töten. Auch wenn das knapp werden dürfte. Es passt. Jetzt nach vorne. Ach, der hat keine Bewegungspunkte mehr. Schade. Dann haben wir hier alle gezogen. Bogenschützen waren ja schon dran. Ich glaube nicht, dass der es überleben wird. Haben wir alle. So. Ja, wenn die einmal da vorbeilaufen, dann ist es vorbei. Da komme ich nicht mehr hinterher. Deshalb muss ich da jetzt so gerade drauf stürmen. Und damit bleibt auch leider nur noch der Soldat übrig, der dann von einem Pfeilhagel durchsiebt werden wird. Stehen da jetzt natürlich auch etwas ungünstig. Verstopfen den da unten den Weg. Wobei diagonal laufen können die eh nicht, das geht schon.
Okay. Okay, dann werden wir hier mal loslegen, bevor die Bogenschützen drankommen. Aha. Vierzehn. Und wie viel macht der? 12. Yes. So, der ist aber jetzt glatt durch, will er nicht mehr flanken. Ne, er ist auch nur 14. Schade. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, mit wem ich den da angreife. 18. 18, ja. Okay. Gut. Der kann sich jetzt noch bewegen und den angreifen. Aber das ist ja ein Nahkämpfer. Jetzt kommen erstmal die Bogenschützen dran. Ich glaube, die sind ohnehin irrelevant. Zumindest waren die das ja im Kampf davor. Ich müsste den ja noch umhauen und dann kann ich mich vom Acker machen. Das ist die günstigste Möglichkeit. Laufen wir mal weg. Der kann noch. Nächster. Achso, die können schon mal weiterlaufen. Na, das mache ich aber auch nachher zusammen mit den Barbaren. So, die müsste jetzt direkt casten, bevor die Archer drankommen. Ein Feld weiter. Gut. So, weiter. Jetzt wird der eine Typ erschossen werden. Und der wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ja, der stirbt. Das Gute ist eigentlich, dass hier das ganz gut gegen die Archer schützt, wenn ich mich hier hinstelle. So, jetzt können wir gucken, dass wir den getötet bekommen. Erstmal mit einem Crushing Blow, damit der... Oder? Nee.
Den könnten wir theoretisch auch rüberschubsen. Das war auch, glaube ich, nicht nötig. Nein, doch. 1, 2, 3. Doch, machen wir so. Hier Crushing drauf. So. Jetzt kann der weglaufen. Der hat noch einen. Sword Drive. Tschüss. Den könnte ich eigentlich dann auch in den Rücken fallen, vielleicht. Die haben alle keine Aktionen mehr. So, das sind jetzt alles Bogenschützen. Und der wäre jetzt zweimal dran. Das heißt, da laufe ich jetzt einfach hin und bringe die alle um. Oh. Wait. Das ist... Ja. Er könnte jetzt eigentlich noch... sprinten. Oder sich boosten. Nochmal drei dazu. Boah. Er hat sowieso zu viele Punkte. Und bei denen warte ich, bis die Barbaren mit dran sind. Jetzt, der erste. Der hat drei. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn man den kickt. Die könnten wir eventuell aufladen. Die schlägt den ja eigentlich schon kaputt. Quatsch. Das reicht auf jeden Fall nicht. Wie weit kann die laufen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das reicht nicht, um den angreifen zu können. Ja, der ist kein Problem. Na, vielleicht immer die Rüstung so gut wie wegbekommen haben, dass der jetzt Glück hat. Ja, ne, der hätte ja schon verdammt viel Glück haben müssen. Move. Lassen wir die das kassieren. Und die lädt sich hier auf.
Hier werden wir sowieso nicht wieder vorbeikommen. Die hat 12 von 18. Die müssen sich eigentlich damit auch regen. Na, dann machen wir das mal ihr. Ja. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus da oben. Aber das sind natürlich noch einige. Aber ich habe ja auch noch einige. So, das sind jetzt noch einige Bogenschützen. Warten wir erstmal auf den Magier. Wobei, ne, das passt nicht. 1, 2, 3, 4, ne. Ich krieg nicht alle getötet. Ich glaube, da ist auch... Ne, 16, der macht da ordentlich Schaden. Fangen wir hier an. Er hat noch 5 Moves. 1. Ja gut, wenn der da angreift, dann ist vorbei. Den kriege ich auf jeden Fall nicht tot in der Runde. Ach Mann, hätte doch einmal einer kritten können. Scheiße. Ja, das ist doof. Das ist echt doof. Wait. Shit, Mann. Wieso hat er den da nicht einmal gekrittet? Ja, da warte ich lieber, bis meine ganzen Leute wieder zusammen am Zug sind. Der kriegt es natürlich jetzt von beiden aufs Maul. So, die können wir alle weiterziehen und hier auch teilweise aufladen. Für den nächsten Kampf. Bisher habe ich, glaube ich, zwei verloren. Ist eigentlich noch ganz gut, würde ich behaupten. So, und hier warten wir erstmal, bis die Barbaren mit dran sind. So. Fangen wir hier an. 10. Nee. Sechs. Zwölf. Aber der tötet den mit einem. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Okay. Huh.
4 Stück. Die hat 3 Will. Vielleicht sollte ich mich hier auch erstmal ein Stück zurückhalten. Die kommen ja jetzt anscheinend. Naja. Zurückhalten ist da, glaube ich, doof. Dann laufen die da durch. 9. 5. Der kommt so oder so nicht dahin. Zu wenig. Wenn die dahin laufen würde, dann wäre der zwar besser flankiert, aber die würde dann bestimmt von den Bogenschützen angegriffen werden. Machen wir das so, die schlägt jetzt hier einmal. Damit ist der gestunt, dann kann die weglaufen.15. Ich glaube nicht, dass er so viel Schaden. Ne, macht er nicht. Doch. Sehr schön. Die Barbaren werden da natürlich jetzt böse rein AOEen. So, die kann noch. Naja, da jetzt noch mehr Schaden machen, macht eigentlich keinen Sinn. Könnte sich jetzt hier mal... Ah ne, jetzt hat sie keine Punkte mehr. Ah, die geht auch ein paar Schritte zurück. Die muss ja auf jeden Fall überleben. So, der kann angreifen. Der müsste 1, 2, 3, 4, 5. Ja, der kann dann auch noch angreifen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Na, jetzt. Den kann er angreifen. Ja, ich denke, das passt. Da oben haben wir natürlich noch eine Gruppe. Aber. Da kommt ja auch mal eine Patrouille von unten. Ich denke, wenn wir die zusammen haben, dann passt das. Ja, das war dumm. So. Der könnte schnell den hier zerhacken. Mit dem da unten klappt es nicht so ganz. 16. Na doch. Sauber. Der würde dann aber Schaden nehmen.
Ja, das ist schlecht. Den hätte ich warten müssen. Dann hätte er eben noch laufen können. Das ist jetzt doof. Jetzt kann er es nicht mehr, glaube ich. Die kommen sowieso nicht am Bogenschützen dran. So, ich kann mit dem jetzt hier hin den Blitz machen. Doch, der kann... Ne, er kann nicht mehr laufen. Das hätte ich... Doch, kann er. Dann muss der aber gucken, dass er nach unten kommt, um sich die, die Rüstung zu holen. Ja, die warten wieder ab, bis die... Ja, warten wir weiter ab. Beziehungsweise die können schon mal hoch joggen. Mal den zuerst. Ist das auch aufgebraucht? Sprint. 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 Den hier machen wir gleich. So. Bogenschützen da oben. Naja. Der könnte auch den töten und sich da aufladen. So, und der müsste da einen Slam machen. Der hat aber keine Punkte dafür. Nee. Macht zu wenig Schaden. Könnte dahinter. Er kriegt dann die ganzen Bogenschützen ab. Aber die können sowieso nächstes Mal voll angreifen. Mehr als zwei Leute kriege ich da ohnehin nicht untergestellt. Ich könnte auch... Na, der müsste eigentlich weg. Greifen wir hiermit den an. Versuchen mal den kaputt zu bekommen. Sauber. Die könnten jetzt theoretisch alle noch ein Stück laufen. Ja. Der geht's halt ziemlich scheiße. Da kommt man nicht vorbei. Hier geht's aber auch scheiße. Achtzehn. Die würde von den Bogenschützen zerpflückt werden. Wie viel Schaden macht der denn? 10. Da kommen auch nochmal 11. Von ihm dann nochmal 14. Das reicht auf jeden Fall schon.
Sauber. Okay. Zurück. Elf von 14 Guard hat die. Die könnten gleich ein bisschen nach vorne laufen, damit die. Damit wir die Bogenschützen angehen können. Ich glaube, da haben wir alle. Warten wir besser ab. Außer mit dem hier. Der wird sich den schnell greifen. Da ist noch eine Ladung. Naja, das macht ja leider keinen Sinn. Warte. Okay. Der hier muss jetzt weg. Oder warten wir noch eine Runde? Also so. Die muss sich auf jeden Fall Schutz holen. Die war schon dran. Am klügsten wäre es, glaube ich, sich hier gleich ein bisschen zurückzuziehen. Bevor die da alle dran sind. Den ja sollte ich noch töten. Ah, da hätte ich aber vorher meine Leute hinstellen sollen. Er kann zwei dahin laufen. Dann tötet er den. Sauber. Und dann kann er weglaufen. Dass die da aufholen kann und die anderen Leute, die ich da stehen habe. Der holt sich die Rüstung. So. Ja. Die hier können noch. Lauft. Ja. Die werden jetzt alle mit ihrem AOE, genau.
So. Sprint. Abwarten. Wartet auch ab. Die muss sich neue Rüstung holen. Ja, machen wir mal weiter. So. Die auch. Damit ist das auch verbraucht. Die könnte jetzt zwar hier hin und da auch ganz gut Schaden machen. Aber vermutlich würde sie das danach nicht mehr überleben. Die hat noch drei. Nee, das riskiere ich nicht. Die könnte theoretisch da rein und... Aber der tötet hier auch zu wenig oder gar nichts. Die, das macht, glaube ich, Sinn. Aber die kann jetzt theoretisch sogar wieder weglaufen. Doch, das geht jetzt hier auch. Wunderbar. Brauchen die anderen jetzt nur noch einsammeln. Die ist ja sogar voll mit Will. Wie weit können die laufen? Der kommt dran. Dann machen wir das doch mit dem. Der hat noch 36. Da kommen wir so nicht hin. Wer könnte den von hinten abmessern? Der muss auf jeden Fall weg. Flankiert der den da hinten noch? Sauber. Der kann da stehen bleiben. Nehmen wir den. Das reicht nicht, dann machen wir halt hier den. Schnibbeliblib. Der hat noch zwei Movement, okay.
Schnibbelibbelib. Und können wir dann noch einmal hacken. Sterben tut der sowieso nicht. So oder Schnibbelibbelib machen? Machen wir so. Okay. Ja, die könnte noch, aber... Moment, den haben wir noch. Da kommt er aber leider... Doch, der könnte... Ne, kann er nicht. Ist zu viel Zickzack. Na gut, dann wären die Barbaren dran. Gehen wir hier mal einen Schritt auf Seite. Dass hier nicht alle in Kette stehen. So. Haben wir alle. Okay, dann kann der sich jetzt fix heilen, bevor der Kampf zu Ende ist. Zu wenig, dann gehen wir hier noch ran. Schnipp, schnipp, schnipp. Sieben nur, okay. Schnipp, schnipp, schnipp. Nicht ganz gereicht. Macht aber nichts. Sauber. Und jetzt könnten wir den auch noch angreifen. Auch mit einem normalen Angriff. Na, okay, habe ich nicht aufgepasst. So, jetzt kommen die Bogenschützen jedenfalls nicht mehr dran. Den warte ich noch. So, jetzt haben wir... Machen wir noch eins weiter. Jetzt sind die ganzen Barbaren nochmal dran. Rüstung habe ich hier keine mehr liegen, also nicht dann nochmal regen könnte. Fängt die an mit einem normalen Schlag. Dann können die ja jetzt alle vorbeilaufen, einmal eins draufprügeln und wieder weglaufen.
Quatsch. Und geschafft! Ja! They've broken through the first barricade. Fall back to the upper level. Archers, stay behind us. Who knows where the rats are hiding? Yes, sir. Surrender yourselves, Avastani scum. There's nowhere left for you to run to. The Stone Men drove us from these mountains. Now we will free them from their influence. It's a trap. Vastly outnumbered, and each of us carrying wounds that would fell a lesser being. It's just like old times. We have come this far. I won't let them stop us here. So, da werfen wir noch kurz einen Blick drauf. Ja. Aber mit Ambush. Ja, da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem, das zu schaffen. Das wird schon, auch wenn wir da vielleicht ein paar mehr Versuche brauchen. Aber das hier, da hat man durch die Ambush-Möglichkeiten wieder so viel Taktierungsmöglichkeiten. Wobei, da werde ich... Naja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der schon gespeichert hat. Ah, da können wir auch direkt Leute reinstecken. Okay, dann verteilen wir die noch. Die hier machen mir eigentlich am meisten Sorgen. Da unten die können eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die würden hier sowieso zerhäckselt werden. Aber die kann man so nicht zerhäckseln. Aber ihr, sie kann quasi die ganze Mana obendrauf abladen. Die stelle ich auch direkt hier vorne hin. Das Problem ist, dass die... Ne, die geht hier vorne hin. Die wird sich da dann einmal aufladen. Und dann machen wir einen raus. Ja, ich denke, so ist ganz gut. Und dann werde ich hier auch den Schnitt machen und dann machen wir den Kampf beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, solange das hier alle sind und da nicht jetzt auch noch Leute nachkommen, ist das, denke ich, kein großartiges Problem. Mal schauen. Also, bis dann!